So, wir nehmen jetzt nochmal schwarz und wir häkeln jetzt die Arme als nächstes. So, Knötchen, dann wieder zwei Luftmaschen in die zweite Masche. Von der Häkelnadel entfernt häkeln wir jetzt 8 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, Markierung wieder an den Anfang der Reihe setzen, Maschen nachzählen, nicht dass euch irgendwo eine verschütt gegangen ist. Und in der nächsten Reihe tun wir jetzt 8-mal verdoppeln, also in jede Masche 2 feste Maschen reinhäkeln. So, das war die erste. Zweites verdoppeln. Drittes. Viertes. Fünftes. Sechstes, siebtes und das letzte, das achte. So. 8-mal verdoppelt, wir sind jetzt bei 16 Maschen. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit einer feste Masche und 1-mal verdoppeln. Und das wird wieder insgesamt 8-mal wiederholt. So, die Reihe mit einer festen Masche einmal verdoppeln, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt insgesamt bei 24 Maschen. Fixiert wieder den Anfangsfaden von innen. So, und weiter geht's. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt 2 weitere Reihen nach oben, je 24 feste Maschen. Also selbstständig bitte 2 Reihen und denkt an die Markierung. Meine 2 weitere Reihen, je 24 feste Maschen sind zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. So, die nächste Reihe beginnen wir mit 4 festen Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und nun häkeln wir eine Abnahme. Und das wiederholen wir insgesamt 4-mal. So, meine Reihe mit 4 festen Maschen, eine Abnahme, 4-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2 und 3. Und dann eine Abnahme. Und das wird wieder insgesamt 4-mal wiederholt. So, meine Reihe mit 3 festen Maschen, eine Abnahme, 4-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 16 Maschen und wir nehmen jetzt wieder Farbwechsel vor. Von der letzten Masche die obere Schlaufe rausnehmen, den Faden wieder zur Seite legen und ich nehme jetzt wieder das weiße Garn hier, durchziehen. So, und nun wieder an der hier Innenseite der Masche, so wie bei dem Huf, also bei dem hier. So, und wir häkeln wieder nur an der hier dieser inneren Schlaufe der Masche 16 feste Maschen, so wie bei den Füßchen. Ne? Das haben wir ja auch vorbereitet. Genauso umhäkelt, also häkelt jetzt bitte an dieser inneren, also an dieser Innenschlaufe 16 feste Maschen. So, meine Reihe mit 16 festen Maschen an der Innenschlaufe der Masche ist zu Ende. So, und nun umhäkeln wir die Umrandung genauso wie bei den Beinchen. Wieder erste Masche hier suchen. Das war die falsche, da die erste. Durchziehen. 2 Luftmaschen nach oben. Und mit halben Stäbchen umhäkeln. In jede Masche 1/2 Stäbchen reinhäkeln. Das gibt es doch nicht. Vorzeigeeffekt oder Vorführeffekt. So. Das geht hier recht schnell.
mein letztes halbes Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln jetzt wieder in das, also in die erste Masche, wo wir die Luftmaschenkette rausgehäkelt haben, wieder. Also noch ein halbes Stäbchen. Fixieren das Ganze hier mit einer Kettmasche, eine Luftmasche und abschneiden. So, und wieder nach innen verstecken. Ja, so, und dann drei. Und hier mit dem weißen Anfangsfaden hier verknoten. So, weiter geht's. Markierung setze ich natürlich jetzt nach oben. Ist wichtig. So, nächste Reihe. Die nächste Reihe beginnen wir mit zwei festen Maschen, 1 und 2. Und eine Abnahme. So, und das wird jetzt insgesamt 4-mal wiederholt. Wir sind jetzt bei 12 Maschen. Also wir haben die Reihe jetzt mit zwei festen Maschen, eine Abnahme, 4-mal hintereinander zu Ende. Und füllt bitte auf. Also so viel auffüllen, dass es mit dem zweiten halt stimmig ist. So. Und weiter geht's. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 12 Maschen. Und als nächstes häkeln wir jetzt 17 weitere Reihen nach oben, je 12 feste Maschen. Und bitte mit der Markierung arbeiten. Also selbstständig 17 weitere Reihen. So, meine weitere 17 Reihen, je 12 feste Maschen sind zu Ende. Markierung kann jetzt raus. Wenn ich die rauskriege. So, habe ich. So, zum Schluss häkeln wir eine Kettmasche und schneiden das Ganze ab. So, dann haben wir jetzt schon die Arme fertig. Die Arme werden ungefähr bis hierhin aufgefüllt, so ja, von diesem Weißen so ungefähr die Hälfte. Aber ganz fluffig hier, ne? Nicht zu viel. Ja, zwei Stück und dann weiter geht's. Als nächstes häkeln wir die Ohren, so ein Knötchen, zwei Luftmaschen nach oben. In die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt häkeln wir jetzt 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Markierung setzen. So, nächste Reihe. In der nächsten Reihe tun wir jetzt 6-mal verdoppeln. Also in jede Masche 2 feste Maschen reinhäkeln. So, erstes verdoppeln, zweites, drittes, viertes, fünftes, so, und das letzte, das 6. Mal. So, Markierung wieder eine Reihe weitersetzen. Die nächste Reihe beginnen wir mit einer festen Masche und einmal verdoppeln. So, und das wird insgesamt wieder 6-mal wiederholt. So, die Reihe mit einer festen Masche, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 2 festen Maschen, 1 und 2 und einmal verdoppeln. So, und das wird wieder insgesamt 6-mal wiederholt. So, meine Reihe mit 2 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen, 1, 2 und 3 und dann einmal verdoppeln. So, und das wird wieder 6-mal insgesamt wiederholt.
So, meine Reihe mit drei festen Maschen, einmal verdoppeln, sechsmal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 30 Maschen. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und als nächstes häkeln wir jetzt drei weitere Reihen nach oben. Na, komm her. So, jetzt drei weitere Reihen nach oben, je 30 feste Maschen. Und die Markierung natürlich weiterhin mit jeder Reihe nach oben versetzen. Also selbstständig bitte drei Reihen. Meine drei weitere Reihen, je 30 feste Maschen, sind zu Ende gehäkelt. Vergiss bitte nicht, den Anfangsfaden zu fixieren. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Habe ich gerade festgestellt. So, ja, mit einer Kettmasche von innen fixieren. So, und los geht's. Oder besser gesagt, weiter geht's. So, nächste Reihe. Wir beginnen mit drei festen Maschen. 1, 2 und 3. Und dann häkeln wir eine Abnahme. So, und das wiederholt ihr bitte 6-mal. Meine Reihe mit drei festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Wir sind jetzt bei 24 Maschen. Und wir häkeln jetzt 2 weitere Reihen nach oben, je 24 feste Maschen. Also selbstständig bitte 2 Reihen. Meine 2 weitere Reihen, je 24 feste Maschen, sind zu Ende. So, nächste Reihe. Die nächste Reihe beginnen wir mit 2 festen Maschen. 1 und 2 und eine Abnahme. So, und das wird insgesamt wieder 6-mal wiederholt. Meine Reihe mit 2 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind bei 18 Maschen und nun häkeln wir eine Reihe, 18 feste Maschen. Ja, eine Reihe. So, meine Reihe mit 18 festen Maschen ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und dann häkeln wir eine Abnahme. So, und jetzt nochmal 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und eine Abnahme. So, Markierung kann jetzt raus. Habe ich irgendwo reingehäkelt, ne? So, jetzt. Okay, eine Luftmasche. Und wir häkeln jetzt die beiden zusammen. Mit 8 festen Maschen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, eine Luftmasche zum Schluss und abschneiden. So, und davon häkelt ihr natürlich 2 Stück. Ne? Und werden wir später dann halt reinhäkeln. So, als nächstes häkeln wir die Schnute. So, Knötchen. Danach 13 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. So, und jetzt häkeln wir die Luftmaschenkette entlang. Wir starten in der zweiten Masche von der Häkelnadel entfernt. Die erste Masche ist diejenige, wo sich der Faden drin bewegt. Das ist die erste Masche. Und das ist dann die zweite. So.
Und in dieser Masche tun wir jetzt einmal verdoppeln, also zwei feste Maschen in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt reinhäkeln. So. Und nun häkeln wir die Luftmaschenkette entlang 10 feste Maschen. Ich habe hier ein bisschen widerspenstigen Garn wieder. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ups. 9. Und die letzte, die 10. Komm her. So, 10. Ja, muss ich jetzt zur Hilfe kleine Häkelnadel nehmen, weil ich habe irgendwie so Pech mit den hellen Tönen gehabt jetzt letztens. Also ja, Himalaya-Delfin-Baby hier. Normalerweise ist ja viel seidiger, viel schöner zu häkeln, aber ich habe jetzt so ein bisschen, ja, der lässt sich etwas schwerer häkeln gerade. Die hellen Töne, also das Weiß, ne, ist halt ein bisschen schwieriger. Aber ich habe jetzt mit, das zeige ich euch mal, weil ich zurzeit auch arbeite noch. Habe ich noch nirgendwo gezeigt, seht ihr. So, ich habe hier noch ein Kätzchen gehäkelt und da sind die Ohren noch nicht mal dran. Und dieser, das ist ein Cremeton. Und der war wirklich also sehr, sehr schwer zu häkeln. So wie früher die Etrophil. Ne? Wer halt Etrophil-Wolle kennt, ja, die ließ sich auch so schwer häkeln. Und das war fast wie Etrophil zu häkeln. Okay, so. Wir haben jetzt einmal verdoppelt, 10 feste Maschen gehäkelt. Und nun häkeln wir in die letzte Masche. So, es sieht so aus, als ob wir hier 2 Maschen hätten. Haben wir aber nicht. Das hier ist der Anfangsknoten, den ignorieren wir und das ist halt unsere letzte Masche. Und in die letzte Masche, geht mit der Häkelnadel, häkeln wir jetzt 4 feste Maschen rein. 1, 2, 3 und 4. So, und auf der Rückseite der Luftmaschenkette häkeln wir jetzt 12 feste Maschen. Und hier ist immer am Anfang sehr verwirrend, wo man starten soll. Tut ihr halt von hier aus 12 Maschen abzählen, also von links nach rechts. Dieser Querfaden hier. Wir haben hier so die Masche und da ist der Querfaden, der eine. Da. Das ist keine Masche. Ja? Den bitte nicht zählen. Nicht von da anfangen zu zählen, sondern von hier. Und dann 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann kann man ganz genau sehen, wo die 12. ist. Und bitte nicht einfach irgendwo hin reinhäkeln, sondern wirklich in jede Masche auf der Rückseite der Luftmaschenkette reinhäkeln, damit es schön ordentlich und sauber wird. Und falls es bei euch auch irgendwie schwer geht, kleinere Häkelnadel zu Hilfe nehmen. So.
verzweifelt nicht einfach ein bisschen, ne? Mit der kleinen Häkelnadel nachhelfen. Zum Durchziehen. Das geht alles. Kriegt ihr hin. Die Arbeit lohnt, weil das, dann wird es halt nicht verzogen. Es ist schön sauber und ordentlich. Zwei, wie gesagt, 12 feste Maschen jetzt. So, komm her. 3. Hier. 5. Sechs. Sieben, acht, wäre schon längst fertig. So, 9, und ob jetzt geht, ja, 10. 11 und die letzte, die 12. 12. So. Und wenn man das halt wirklich säuberlich gehäkelt hat und wirklich in jede Masche reingehäkelt hat, dann hat man wirklich ein wunderschönes Maschenbild. Das ist schön gerade und eben und nicht irgendwie so, ne? Weil, wie gesagt, wenn man irgendwo hin reinsteckt, dann schlägt es extrem Wellen und sieht nicht gut aus. Okay. Und dann ärgert man sich, weil das ist ja wirklich, worauf man halt guckt, ne, das ist ja die Schnute, das ist vorne, das ist das Gesicht und das muss ordentlich sein. So, Markierung setzen bitte. Und weiter geht's. Als nächstes tun wir jetzt, also wir häkeln wieder in Spirale, ne? Wir tun jetzt zweimal verdoppeln. Erstes verdoppeln. Zweites verdoppeln. So, und nun häkeln wir 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, nachdem wir die 10 feste Maschen gehäkelt haben, tun wir jetzt 4-mal verdoppeln. Erstes verdoppeln. Zweites, drittes und viertes. So, und nun häkeln wir 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und die letzten 2 tun wir verdoppeln. Also einmal verdoppeln und das zweite Mal verdoppeln. So, so schaut's aus. Okay. Markierung wieder eine Reihe weiter. Wir sind jetzt insgesamt bei 36 Maschen und wir häkeln jetzt 2 weitere Reihen weiter. 36 feste Maschen und die Markierung natürlich mit jeder Reihe nach oben versetzen. Also selbstständig bitte 2 Reihen. Meine 2 weitere Reihen, je 36 feste Maschen, sind zu Ende. Fixiert den Anfangsfaden bitte.
deine Kettmasche. Okay. So, nächste Reihe. Die nächste Reihe beginnen wir mit 5 festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. So, und nun einmal verdoppeln. So, und das wird jetzt insgesamt 6-mal wiederholt. So, meine Reihe mit 5 festen Maschen, einmal verdoppeln, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 42 Maschen und wir häkeln jetzt 4 weitere Reihen, je 42 feste Maschen. Und bitte denkt an die Markierung, ja? Okay, einmal selbstständig, 4 Reihen. Meine 4 weitere Reihen, je 42 feste Maschen sind zu Ende. So, und weiter geht's. Die nächste Reihe beginnen wir mit 5 festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann eine Abnahme. So, und das wird wieder insgesamt 6-mal wiederholt. So, meine Reihe mit 5 festen Maschen, eine Abnahme. 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 36 Maschen. Und wir häkeln jetzt eine Reihe 36 feste Maschen. Also selbstständig eine Reihe. Meine Reihe mit 36 festen Maschen ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 4 festen Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und dann eine Abnahme. So, und das wird wieder insgesamt 6-mal wiederholt. Meine Reihe mit 4 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 30 Maschen. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt eine Reihe 30 feste Maschen. Also selbstständig eine Reihe. So, meine Reihe mit 30 festen Maschen ist zu Ende. Die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2 und 3. Und dann eine Abnahme. So. Und das wird insgesamt 6-mal wiederholt. So, meine Reihe mit 3 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt insgesamt bei 24 Maschen. So, nächste Reihe. Die nächste Reihe beginnen wir mit 6 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und nun tun wir 6-mal verdoppeln mit halben Stäbchen. Ja? Faden rüberlegen und verdoppeln mit halben Stäbchen 1, verdoppeln mit halben Stäbchen 2, so verdoppeln mit halben Stäbchen 3, nun verdoppeln mit halben Stäbchen 4, noch mehr. Fünftes Verdoppeln mit halbem Stäbchen und das sechste. So, nachdem wir 6-mal mit halbem Stäbchen verdoppelt haben, bleiben uns noch 12 feste Maschen bis zu der Markierung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11 und 12. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir wieder mit 6 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und nun häkeln wir ein halbes Stäbchen, einmal verdoppeln mit halben Stäbchen, 6 Mal hintereinander. Faden rüberlegen. So, ganz wichtig, geht hier nicht zwischen die Stäbchen rein. Ja, also das nicht hier rein, sonst habt ihr dann Löcher. Wenn wir halbe Stäbchen häkeln, haben wir ja hier so, also ein Dreierzopf entsteht halt so. Wir haben hier eine Schlaufe, zweite in der Mitte und dritte dahinter. Da. Also ne, immer so 3 Stück. Und ihr häkelt wirklich nur an diesen vorderen beiden. Ja? Das sind 2 Stück da. Nur an diesen vorderen. Und dieses dritte bleibt dahinter. Dadurch ist es blickdichter, ne, insgesamt. Bitte wirklich nicht hier so durch. Dann habt ihr wirklich hier Löcher. Ne? Das ist dann, sieht nicht so schön aus. Also, ne, nur an diesen vorderen und dann entsteht hier so ein Streifen hinten, wenn ihr die dritte auslässt. So, jetzt ein halbes Stäbchen und dann einmal verdoppeln mit halben Stäbchen. So, 1. Ein halbes Stäbchen, verdoppeln, zweites. So, jetzt wieder ein halbes Stäbchen, verdoppeln, drittes. Ein halbes Stäbchen, verdoppeln, viertes. Ja, gibt's doch nicht. So, ein halbes Stäbchen, verdoppeln, fünftes. Oh, fast geschafft. So, und ein halbes Stäbchen, verdoppeln, sechstes, 1 und 2. So, so schaut es aus. Ja? Gut, so, und uns bleiben jetzt nur noch 12 feste Maschen bis zu der Markierung. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, fertig. Markierung rausnehmen. So, da haben wir schon quasi so die Schnute, das Gesichtchen fertig gehäkelt, ja? So. Und jetzt zum Schluss eine Kettmasche und abschneiden. Zack. So, und jetzt kommt noch der Körper und halt eben der Kopf. Also häkeln wir gleich so in 1, häkeln die restlichen Sachen alle rein. Also Gesicht, also hier, das wird auch nicht dran genäht, das wird auch reingehäkelt. Genauso wie die Arme, Beine und halt eben auch die Ohren. So, dann wollen wir mal.